Miriam, was kannst du nach einer Krebsdiagnose empfehlen? Also ich persönlich würde als allererstes mit dem Fasten beginnen. Also das wäre mein allererster Schritt direkt nach der Diagnose. Ich denke, dass bevor man überhaupt weiß, welche Form der Therapie man macht, in welche Richtung man gehen will, gleichgültig, ob man schulmedizinisch sich behandeln will oder alternativ, dass das Allerwichtigste ist, dass man seinen Darm saniert und dass man durch das Fasten auch eine gewisse Klarheit bekommt, eine geistige Klarheit. Also man ernährt man verändert nicht nur seine Zellen und erneuert seine Zellen, sondern man verändert auch unheimlich viel in seinem Geist in dem Moment, in dem man fastet und bekommt eine gewisse Klarheit. Und ich denke, dass man diese Klarheit gerade nach einer Diagnose einfach braucht und dass das für mich ist das eigentlich der allerbeste Weg, wenn man sagt, man fastet 10 Tage, 18 Tage und schaut auch gleich mal, was passiert mit meinem Körper, von welchen Dingen kann ich mich trennen. Normalerweise derjenige, der raucht, der muss sich eh beim Fasten von einer Zigarette trennen, man muss sich von unmöglichem Kaffeekonsum trennen, von Süßigkeiten, eigentlich von allen möglichen Dingen, die auch nicht gerade gesundheitsförderlich sind und die oft in unserem Alltag Bestand haben. Und ich denke, dass es ein unheimlich guter Einstieg in den Umstieg ist und dass man dann eben sich überlegt, was will ich, welche Therapie will ich, welche Diät will ich. Denn ich denke, eins ist klar, dass man sich im Allgemeinen nicht genauso ernähren kann nach der Diagnose wie vor der Diagnose. Ja, genau. Also es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass Fasten auch die Chemotherapie unterstützt, wenn man natürlich eine macht, wenn man sich dafür entscheidet. Ja, also ich denke, wenn man sich dafür entscheidet, dass man dann auch, also viele sagen auch, dass der Darm dann so weit gesundet ist, dass man eine Chemotherapie deutlich besser verträgt und dass man auch zu jedem Zyklus erstmal fasten sollte. Da gibt es ja dieses Interimsfasten, je nachdem, genau. was man für ein Schema hat und wie viel Infusionen man kriegt. Aber das macht mit Sicherheit Sinn, dann da zwischen 3 und 5 Tagen zu Beginn der Chemo zu fasten, um die Nebenwirkungen ein bisschen zu reduzieren. Also Fasten, finde ich, passt immer, gleichgültig, welche Diagnose man oder welche Krebsform man hat und auch gleichgültig, welche Therapieform man dann wählt. Und ich glaube, um sich das erstmal klar zu machen, ich denke auch, dass man sich nach einer Diagnose erstmal zurücknehmen sollte und jetzt nicht innerhalb von dieser oder jener Zeit entscheiden sollte, was man macht. Also natürlich sollte man sich nicht denken, ich bleibe auf meiner Couch sitzen und mache ein halbes Jahr nichts. Aber ich denke mal, dass man sich auf jeden Fall mal 3 Wochen Zeit nehmen kann und während aller Untersuchungen und Vorbereitungen, gleichgültig für welche Therapie, man erstmal fasten kann und schauen kann, was passiert mit mir und meinem Körper und auch meinem Geist, wenn ich faste. Ja. Welche Ernährungsform würdest du empfehlen? Also ich habe damals nach meiner Diagnose eine Kohldiät gemacht, also ausschließlich Kohl in erster Linie, weil Kohl eben sehr entzündungshemmend ist und weil Kohl auch Krebs oder den Krebs verhindert oder gegen den Krebs direkt vorgeht. Ich habe meine Ernährung praktisch gewählt mit lauter Lebensmitteln, die gegen den Krebs vorgehen. Bei Kohl haben wir die Isoflavone und dann haben wir auch Indol-3-Carbinol. Das sind die 2 Dinge, die bei Kohl einfach sehr wirksam sind gegen Krebs. Ich habe dann noch hochprozentige Bitterschokolade gegessen, über 80% davon, also Bio-Schokolade aus Afrika, nicht aus Südamerika, weil in Südamerika haben wir das Cadmium-Problem. Und dann habe ich Ananas und Papaya gegessen aufgrund der Enzyme. Ich habe auch die Papayakerne gegessen, Leinöl, Zitrone und ja, das war es eigentlich auch, was ich gegessen habe. Sauerkrautsaft, aber ich habe eine ziemlich schlichte Diät gemacht. Ich denke auch, je einfacher das Ganze ist, desto leichter ist es zu befolgen. Also für mich zumindest. Also im Prinzip, du hast kein Fleisch gegessen? Ich habe nichts anderes als Kohl, Ananas, Papaya, Bitterschokolade, Zitrone gegessen und Leinöl. Und das war's.
Und hin und wieder ein bisschen Löwenzahn oder Wildkräutersalat, aber im Grunde nichts anderes, gar nichts anderes. Keine Nudel, keine Milch, kein Fleisch, keine Süßigkeiten, gar nichts. Ja, was hast du zum Thema Entgiftung gemacht? Hast du noch irgendeine Entgiftungsform gemacht oder hast du nur in Form von Ernährung entgiftet? Ich habe nur in Form von Ernährung entgiftet. Okay. Ich habe allerdings einmal bei einem Arzt so eine Art Ausleitung gemacht, beziehungsweise ich habe feststellen lassen, was ich alles an Giften hatte. Ich hatte zum Beispiel Zylamon oder Zylalikor, weiß ich jetzt nicht mehr, ist aber das Gleiche. Dieses Holzschutzmittel hatte ich im Blut, das konnte man nachweisen. Die anderen Sachen weiß ich jetzt nicht mehr, was ich noch alles hatte. Das habe ich praktisch professionell, da gab es dann solche Infusionen. Ist ja jetzt auch schon lange her, 15 Jahre, also ich weiß jetzt nicht mehr, was man damals als Infusion gemacht hat, aber da gab es einmal so eine professionelle Entgiftung. Und ansonsten habe ich mich durch meine Diät entgiftet, unter eben grünen Tee, Löwenzahntee, dann gab es damals noch den Essiak-Tee und diesen indianischen Tee aus dieser Baumrinde. Mhm. Ich glaube, der hieß Gazpacho, weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der hieß. Auf jeden Fall war er aus einer indianischen Baumrinde und die Tees habe ich dann noch getrunken. Welche Rolle hat für dich Stress gespielt? Für mich persönlich hat jetzt Stress insofern nur eine Rolle gespielt, als dass ich mir eben keine Zeit genommen habe für die Dinge, die eigentlich wichtig sind. Also ich fühlte mich zwar jetzt nicht gestresst, hatte zwei kleine Kinder und habe den ganz normalen Kinderalltag gelebt, aber ich habe natürlich mir keine Zeit genommen für Meditation, ich habe mir keine Zeit genommen für Atemübungen, für einfach Dinge, die mich in irgendeiner Form weitergebracht hätten in meinem Leben oder zur Ruhe gebracht hätten. Das habe ich dann halt mit der Diagnose nachholen müssen. Ach ja. Viele erzählen heutzutage und sagen, wie wichtig Nahrungsergänzungsmittel sind, wie zum Beispiel Hochdosis Vitamin C oder Vitamin D, Vitamin K. Auch CBD-Öl und solche Sachen. Was hältst du davon? Also grundsätzlich halte ich schon viel davon, aber ich denke, dass der wichtigste Bestandteil eigentlich unser Geist ist, unsere Überzeugungen, unsere Haltung zur Krankheit. Auch die Frage, ob wir die Krankheit für irgendetwas benutzen. Natürlich würden wir jetzt immer in erster Linie sagen, wir benutzen die Krankheit nicht oder es gibt keinen Grund, dass wir sie für irgendwas einsetzen, aber ich denke, dass es oft Abläufe gibt, die wir als Kind lernen, dass wir vielleicht als Kind irgendwann mal gelernt haben, wenn ich krank bin, kriege ich mein Lieblingsessen, darf ich fernschauen, kann ich mich ins Bett legen, muss ich nicht drauf reagieren oder auch später in der Arbeit oder während der Uni, dass man sich denkt, ich bin nicht genug vorbereitet für die Klausur, dann werde ich krank, dann kann ich sie nachholen, also Krankheit kann ja oft eine Ausrede sein, es kann Aufmerksamkeit sein, manche werden krank, damit Beziehungen sich nicht verändern, damit sie nicht verlassen werden. Also ich glaube, da gibt es viele Spielwiesen und über die muss man sich auch Gedanken machen, weil ich glaube, wenn man die Krankheit unbewusst für irgendwas benutzt und glaubt, dass man sie benutzen muss, dann wird es auch schwierig, sie wieder abzulegen. Ich denke nicht, dass man einerseits gesund sein kann und andererseits unterbewusst die Krankheit benutzen möchte. Und deshalb glaube ich, ist eigentlich diese Nahrungsergänzungsmittel, die sind unheimlich interessant und finde ich auch wichtig, solange man sich nicht verzettelt. Und finde ich, ist auch eine Hilfe für uns. Aber ich glaube, dass in unserem Kopf das meiste abläuft und dass der Anteil, also unser geistiger Anteil, unsere Überzeugungen zur Krankheit wichtiger sind. Also ich glaube zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass ich sterbe, dann kann ich, denke ich, viel Vitamin C nehmen oder viel Kurkumin. Ich kann auch viel Chemotherapie machen,
wenn ich der festen Überzeugung bin, dass ich an Krebs sterbe, weil Krebs nun mal tödlich ist oder weil ich jetzt irgendein Magenkarzinom habe und meinetwegen glaube, dass es da nur eine Heilung von so und so viel Prozent gibt und dass ich nie zu den Gewinnern gehöre, dann wird es, glaube ich, schwierig. Und dann kann ich, glaube ich, auch einwerfen, was auch immer ich will. Deshalb denke ich, dass man als allererstes mal anfangen muss, festzustellen, was glaubt man, für wie möglich halte ich meine Heilung. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, Bücher zu lesen, Geschichten anzuhören, Menschen zuzuhören, die es geschafft haben. Nicht unbedingt, um denen irgendeinen Heldenstatus zu geben oder zu sagen, das ist mein Anführer oder so geht es, sondern einfach nur, um sich klarzumachen, dass Krebs nicht unbedingt unheilbar sein muss. Es gibt immer Ausnahmen und man weiß, Krebs kann in beide Richtungen gehen. Krebs kann wachsen, aber auch Krebs kann wieder absterben. Es gibt von jeder Krebsart die Möglichkeit der Heilung. Und ich glaube, dass das erstmal wichtig ist, dass man seine eigenen Überzeugungen anschaut, überprüft und mit vielen Lesen, Zuhören, Menschen zuhören, die es geschafft haben, sodass man selbst seine Meinung zu seiner Diagnose verändern kann. Würdest du Menschen, die frisch eine Krebsdiagnose bekommen haben, einen alternativen Weg empfehlen? Oder würdest du sagen, ja, geht erstmal ins Krankenhaus, geht erstmal zur Schulmedizin und informiert euch dort? Oder wie würdest du das machen? Oder wie hast du das für dich gemacht? Also ich für mich habe mit der Schulmedizin sehr spät angefangen, aus dem Grund, weil ich überhaupt nicht überzeugt war von der Schulmedizin und weil ich, als ich die Diagnose bekommen habe, war ich 30 und ich hatte vorher schon zahlreiche Allergien und Asthma und diverse Krankheiten. Und ich komme aus einem sehr schulmedizinischen Haushalt und ich muss sagen, dass ich jetzt durch die Schulmedizin keine Heilung erfahren habe. Ich habe eigentlich erst dann Heilung erfahren, bei meinem Asthma zum Beispiel, als ich die Schulmedizin verlassen habe. Insofern war ich jetzt nicht unbedingt überzeugt, dass mich die Schulmedizin weiterbringen kann. Und ich habe erstmal alle möglichen Dinge für mich verändert. Also ich habe die Diagnose, ich wusste, dass was ist, ich habe aber auch die Diagnose ein bisschen rausgezögert und habe erstmal angefangen, das selbst in die Hand zu nehmen. Und bin allerdings nicht von Krebs ausgegangen, sondern ich bin irgendwie vom Bandscheibenvorfall ausgegangen und hatte aber schon einige B-Symptome von meinem Krebs und gegen die bin ich dann eben mit Fasten vorgegangen, war auch teilweise erfolgreich, also zumindest was die B-Symptome anbelangt. Und als ich dann die eigentliche Diagnose hatte, habe ich überlegt, was will ich, und habe dann auch nur die Diagnose weiter verfolgt in dem Bereich, was ich will. Und ich denke zum Beispiel, wenn man vorher, also ich war davon überzeugt, dass ich erstmal keine Chemotherapie mache und dass ich garantiert keine schulmedizinische Behandlung mache. Und für die Heilungswege, die ich gehen wollte, hat man auch keine schulmedizinische Diagnose gebraucht. Also ich hatte zwar meine Krebsdiagnose, aber ob der Krebs jetzt in 3 Wirbeln, 5 Wirbeln, 10 Wirbeln ist oder ob der jetzt ins Becken gestreut hat oder ob die Milz oder die Leber betroffen war, das war in dem Moment für die Form, die ich gewählt habe, war das eigentlich irrelevant. Und ich denke, dass man sich erstmal überlegen muss, will man die Schulmedizin, will man Homöopathie, will man Ayurveda, es gibt ja einen riesen Potpourri und jeder hat auch eine andere Diagnostik. Also mit der chinesischen Medizin kommt man nicht weiter, wenn man mit dem Röntgenbild ankommt. Und deshalb denke ich, sollte man sich erstmal überlegen, was will ich, und dann sollte man innerhalb des Bereiches, was man genau machen möchte, sich auch diagnostizieren lassen. Aber diese Kerndiagnose, die
kann natürlich wichtig sein, auch für die Folgen, die man machen will. Aber die Schulmedizin geht ja dann auch oft sehr weit in der Diagnostik. Und da muss man sich schon immer fragen, finde ich, wenn man da einen Schritt weiter geht, was fängt man damit an? Also wenn man weiß, man möchte keine Chemotherapie machen, dann muss man sich auch die Frage stellen, brauche ich eine Biopsie oder brauche ich die Biopsie nicht? Ja, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Was bedeutet für dich Heilung? Also für mich bedeutet auf jeden Fall Heilung, dass ich mein Leben im vollen Umfang, ohne jegliches Hindernis, körperlich gesehen, leben kann. Also für mich ist meine Krankheit ist für mich eigentlich abgeschlossen, weil sie mich in keinster Weise mehr in irgendeiner Form behindert. Natürlich gehörte jetzt dazu für mich auch also ich habe eine schulmedizinische Diagnostik, die sagt, ich bin geheilt. Das war auch schön zu hören natürlich. Also der Teil hat jetzt auch für mich dazugehört, dass ich das weiß und dass ich auch weiß, ich bilde mir das nicht ein oder ich glaube das nur, sondern dass ich weiß, dass das vorbei ist. Aber ich würde mal sagen, durch die Heilung bin ich natürlich auch achtsamer geworden. Also da hat sich viel verändert. Ich würde jetzt mein Leben nicht mehr genauso leben, wie ich es jetzt vor der Diagnose getan habe. Ich würde auf viele Dinge oder ich verzichte auf viele Dinge. Ich mache viele Dinge nicht, die ich jetzt nicht für gesund erachte, weil die Heilung oder das Gesundsein natürlich ein ganz anderes Ausmaß annimmt. Also bevor man krank ist, dann hält man die Gesundheit einfach für Gott gegeben oder für man hat sie, also und man macht sich keine Gedanken darüber. Und ich erinnere mich schon hin und wieder noch, dass ich krank war, und ich erinnere mich auch immer wieder, dass das Gesundheit unser höchstes Gut ist. Oder dass nichts, es bringt uns alles nichts, wenn wir nicht gesund sind.